Ja, ich bin bereit. Mach fertig jetzt. So, ich steche an. Och du, ach du, ach! Servus, Freunde. Was geht ab? Wir sind hier auf einem Flugplatz und hier sind schon einige schöne M-Modelle. Und auch Flugzeuge. M140, M140, M4. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich Zufall, dass die hier stehen. Ja, wir werden heute nicht Auto fahren. Wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar steige ich heute mal in ein Kunstsegelflugzeug ein. Ja, das wird sehr interessant. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ihr könnt mir gerne sagen, wie euch das gefällt. Weil das hat jetzt natürlich nicht wirklich viel mit Autos zu tun. Aber es wird eine ähnliche Gesichtskirmes geben wie auf einer Mitfahrt in so Tracktools auf der Nordschleife oder auf Rennstrecken. Deswegen dachte ich, komm, das machen wir. So Loopings und Rollen und was es noch so gibt in so einem Ding. Wer nehme ich mit? Und zwar ist das der Robert. Wer der Robert ist und so weiter, das erkläre ich euch nachher alles. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, wo ich den finde und dann geht's gleich mal los. So, gut. Das ist der Robert. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt die erste Runde mit dem Kumpel hier geflogen. Wir haben so die Zeit ein bisschen überbrückt, weil unser Schleppflieger war gerade auf dem Gastflug unterwegs. Musste auch ein halbes Stündchen drehen, haben die Zeit dann genutzt. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass mir schlecht wird. Ach. Wenn du einen Rennstecker hinkriegst, habe ich so eine Tüte da irgendwo drin? Ja, die gebe ich dir. Aber ja, sehr gut. Glaub mir, du hast keine Zeit zum Kotzen. Nein? Nein, die 3 Minuten Touren, da wird nichts mit Kotzen. Komm, wir brauchen. Vergessen. Die 3 Minuten. Wir fliegen wie lange? Wir fliegen 20 Minuten hoch, sagst du? Pi mal Daumen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die Höhe haben. Ich denke mal, so 1000 Meter kommen wir raus bei der ganzen Nummer. Ja. Dann sind wir so 13, 14 Minuten im Schlepp. Mhm. Und dann turmen wir um die 3 Minuten. Danach haben wir noch ein bisschen Zeit zum Abgleiten. Ja. Wenn wir eine Sicherheitshöhe haben, ist, wohin wir einen Kunstflug machen dürfen. Ja, und ab dann gucken wir, wie es dir geht. Gucken wir, ja, bin ich auch gespannt. Ah, da steht unser Flieger schon irgendwo? Nee, ne? Der steht da oben. Ja. Den ziehen sie jetzt runter. Und da vorne ist unsere Schleppmaschine. Gucken wir das Ding gleich einmal an. Da gucke ich jetzt mal eben, wo der Pilot ist, ja, dass wir den da reinsetzen. Ja. Und dann gucken wir mal. Das genau, geht's machen los. Wir einen Rundgang mal eben um einen anderen Flieger. Genau. Bin ich mal gespannt. Dann geht's los. Wir fahren Ich bin wirklich gespannt. Wie viele Leute hast du schon so im Kunstflug mitgenommen? Im Kunstflug noch nicht ganz so viele. Es waren 8-9 Stück. Ja. Aber bisher hatte ich keine, der sagt, ich mach's nie wieder. Die meisten habe ich eher angefixt, nach dem Motto, machen wir direkt nochmal ein. Das Beste war, ich habe gesagt, ist das eigentlich gefährlich? Er sagte, nee, die werden noch aufgewartet und du hast ja auch einen Fallschirm. Ich dachte mir so, ja perfekt, also mit dem Fallschirm fühle ich mich auch gleich viel sicherer. Ja, ist auch so. Wie gesagt, man muss nur rauskrabbeln können, wenn du Bock hast, aber wir bleiben unten sitzen, so, landen. Ich denke auch, also wir gucken uns das gleich an. Das ist unser Flieger. So schaut er aus. ASK-21. Zwei Sitzer. Was haben wir für eine Spannweite? 17 Meter. 17 Meter. Ist das jetzt schon groß oder nicht so groß für so ein Ding? Nee, also ein Doppelsitzer ist eigentlich eine relativ normale Größe. Ja. Viele Doppelsitzer haben auch 20 Meter oder mehr mittlerweile. Es gibt auch Flieger bis 30 Meter Spannweite. Was hat der für eine Gleitzahl? Ich habe jetzt schon was gelernt. 31. Das bedeutet, wenn der 1 Kilometer hoch ist, nee, doch. Oh. Genau. Wenn er 1 Kilometer hoch ist, kann er 31 Kilometer weit fliegen. Das ist ja schon deutlich mehr, als ich dachte. Aber weil das hierbei ist mittlerweile nicht viel. Das Flugzeug ist eigentlich ein Schulungsflugzeug. Ja. Aber auch Kunstflug zugelassen. Ausbildung, halt. Genau, ist im gewissen Maße Kunstflug zugelassen. Damit darf man nicht alles machen, wie mit anderen Flugzeugen, einfach strukturbedingt. Ja. Andererseits verzeiht der Flieger halt auch echt viele Fehler, wenn man mal Blödsinn macht. Ich denke, wir machen heute einfach mal keinen Blödsinn. Ah, doch, aber im positiven Sinne. Im positiven, ja. Also wir nutzen gleich die Leitzahl nicht aus, wir bauen die Höhe gleich. Die Höhe bauen wir schnell die, ab, ja. Die Höhe wird sportlich abgebaut gleich. Ist unangenehm? Nein, super. Man muss sich ja atmen, kann sich nicht mehr bewegen. Ja. Okay, perfekt. Wenn ich gleich sage, wir fangen jetzt gleich mit dem Kunstflug an, ziehst du die beiden Gurte hier nochmal ein Stück nach einfach, weil die lösen sich schon mal ganz leicht zu so 2-3 mm und das nervt dann diese. Ja. Wenn man das Ding dann in den Rücken dreht, dann knallt man so in den Gurt. Gucken wir mal, ne? So. Ich weiß gar nicht, was mir hier erwartet. Der schwärmt die ganze Zeit. Ich geb mir Mühe. So, gut. Sollte mir das Angst machen, dass ihr euch so verabschiedet? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Machen wir sonst nicht. Ja. Und los geht die wilde Fahrt. Stramm. Ja. Relativ gemütlich jetzt. Das ist aber voll geil, weil es so ruhig ist. Ja. So keine Vibrationen, das ist wie ein Elektroauto fahren. Das ist wirklich so. Wo wir in der Welle waren mit der Karre hier, das war so geil. Du stehst da oben in der Luft und es ist alles so ruhig. Ja, guck mal, wenn wir gleich als erstes fliegen. Ich glaube, entspannt ist es ein richtig einfacher Looping. Ein einfacher Looping klingt total entspannt. Ja, ist es auch. Da hast du am wenigsten Gegner dabei. Wenn wir gleich oben sind, ich sag dir dann auch Bescheid, was wir machen. Ja.
Wenn ich mit der Figur anfange, werde ich einmal richtig kräftig drücken, dass der Flieger schnell Fahrt aufnimmt. Ja. Da bist du im ersten Moment schwerelos, das Gefühl ist schon irre. Also okay. Da darfst du nicht erschrecken, das ist geplant. Das gibt dann immer die coolsten Gesichtsausdrücke. Ja, ich glaube, das kenne ich, weil das habe ich mal. Ich habe ja einmal in so einem Segelflieger gesessen und der hat das auch gemacht. Da ist der ganze Dreck vom Boden, der schwebt ja, auf also einmal vor mir. Geflogen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Wenn ich die Nase runter hatte, nehme ich sie in die Horizontale und dann mache ich mein Looping. Danach nehmen wir nochmal Fahrt auf, dann können wir als erstes zum Turn fliegen. Ja. Senkrecht hoch, eben abkippen über die Fläche, das ist auch eine relativ entspannte Figur. Weil du halt wirklich oben, es ist alles ruhig. Du hast nur noch so ein bisschen am Flugzeug arbeiten, dann kippst du so langsam über die Fläche weg. Ja. Das ist sehr, sehr geil. Ja, dann gucken wir mal, eine Rolle, vielleicht mal einfach ein bisschen Rückenflug. Oder ein Aufschwung ist auch ganz cool, halben Looping, dann wieder gerade drehen. Abschwung dann natürlich genau andersrum, eben erst auf dem Rücken, dann unten rausziehen, solche Sachen, das ist eigentlich ja. Alles, was der Flieger hier hergibt. Und wenn man diese beiden Hebel hier zu mir hinzieht, dann geht die Haube weg? Genau, richtig. Wenn die komplett nach hinten ziehst und ganz leicht runter drückst, dann greift der Fahrtwind hier oben unter den Rahmen und dann ist sie weg. Aber wir lassen sie einfach mal drauf ich heute. Ich bin da auch für. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn du sitzen bleibst. Ja. Er wieder. Boah. Der Typ ist komplett irre. Der ist einfach... Moin. Komplett irre. Oh. Er kann fliegen wie ein junger Gott. So. Ziehst du am besten mal deine Schultergurte nach? Ja, habe ich schon dreimal nachgezogen. Gott, ich auch. Soweit ist alles startklar. Ja, meinetwegen können wir. Ja, tasten wir uns mal ran. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Mach fertig jetzt. Ah. 5-0, beginnen mit dem Kunstflug. So, ich steche an. Och, du, ach, du, ach, Alter. Nehmen wir Fahrt auf 200 und rum. Oh. Ach, und du Scheiße. Einmal im Rücken. So, nehmen wir wieder Fahrt auf. Fliegen einen schönen Turn. Oh. Oh, Alter. Oh, das ist ja ein irres Gefühl. Das ist geil, oder? Oh. So, jetzt fliegen wir einmal da. Die Hand zieht jetzt rum, senkt mich hoch, senkt mich über den Rücken. Jetzt lassen wir es einfach fallen. Ach du Heiliger. Und das Ganze geht auch gedrückt, das machen wir jetzt im Anschluss. Oh. So, senkt mich hoch. So. Der Senkaufgabe ist für die SM, Gegenanflug. Und jetzt fallen wir. Oh, und fallen. Oh, so, jetzt ziehen wir einen Aufschwung, einen halben Looping und dann drehen wir sie rum. Es ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. 5-0, wollt ihr danach noch einen Kunstflug machen? Ich sag dir gleich Bescheid. So, jetzt machen wir mal eine Rolle. Ich weiß das leider an Opa. Boah, irre, 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 irre. Alter. So. Jetzt noch schönes Fliegen, jetzt machen wir mal einen Absprung. Das heißt, ich drehe jetzt auf den Rücken. Dann bleiben wir da mal ein bisschen. Boah, Alter, was für ein Gefühl. Das ist ja komplett. Die Fahrt raus. Und dann? Und dann ziehen wir es rüber raus. Oh. Rücken und stoßen sie dann ein bisschen gestoßen raus. Ach. So. Müssen wir die Fahrt rausnehmen, das dauert einen Moment. Ja. So, jetzt kreuzt sich die Ruder. Boah. Und dann geht's. Boah, das ist ja irre. So. Dann schön Looping machen. Und im Anschluss noch einen Turn. Aber die Höhe auch schon wieder verbraten. Oh, das ist so irre, wirklich. Da fällt. Wir sind ja gerade einfach schwerelos so ja. Quasi. So, im Normalfahrt. Boah, krass. Delta Echo, wenn die bis mit Julius vorbei ist, dann wechseln wir auf die. Alter. Alles gut bei dir? Ja, ja, super, mega krass. Das erste Gefühl war aber das krasseste.
wenn man einfach so ansticht. Ja. Wir können mal Parabel fliegen. Angeschnallt bist du ja noch. Ja klar, bist du noch angeschnallt. Oh, das ist... Fahrt auf. Fliegen plötzlich. Oh. Und Rücken plötzlich. Wenn du mal rausguckst über die Flächen. Ja, ich hab das eben gesehen. Schon. Das, ja, das ist toll. Mal ein Turn will ich noch. Oh. Ah. Wir sind einfach, man hört nichts, ja, kein Wind. Man sieht nichts. Nur so langsam den Dreck hier durch die Bude. Das ist krass. Oh, es macht so Spaß. Ja, das ist wirklich krass. Ja, der Dreck überall hier in der Karre. Darf ich mal das Ruder in die Hand nehmen, wie sich das anfühlt mit so einem Säger? Im Endeffekt, hier musst du halt gucken, hier musst du die Kurve immer mit Seitenruder fliegen. Da musst du unten in die Pedale rein. Okay, warte, das machen wir gerade. So, du hast einen Faden oben auf der Cockpithaube. Ja. Und der muss immer in der Mitte sein. Ah, okay, ja. So, jetzt müssen wir da reinladen. So. Ah, okay, also auch beim Zurückgehen musst du wieder. Genau. Zieh ich mal die Linkskurve einfach. Ja, genau. Ein bisschen ziehen jetzt, sonst wird es gleich lang, zu schnell. Und ein bisschen aus dem Seitenruder wieder raus. Auf die Gruppe. So siehst du halt an dem Faden, wie das Flugzeug. Ja. Ah, okay, ja. Weil das Problem ist halt, wenn er schief steht, vernichten wir einfach Energie und die haben wir nicht. Ja, okay. Und dementsprechend läuft das Ganze halt nur so, dass man sauber fliegt. Fliegt mal links rum. Ja, das sieht schon besser aus. Ein bisschen weniger Seitenruder. Du hast zwei Möglichkeiten, flieg mal gerade und ein bisschen langsamer. So, jetzt haben wir wieder das Fahrtmesserphänomen, jetzt wird es nämlich gleich schlagartig langsamer, merkst du das? Ja. Du kannst jetzt nur in Seitenruder latschen und bewegst den Faden. Ich habe linke Seitenruder gegeben, der Faden ist nach links gewandert. Ja. Ich mache aber nur linkes Querruder, dann wandert der Faden nach rechts. Rechts, ja. Das heißt, du kannst mit beiden, du hast sie wieder, ne? Ich habe, ja. Du kannst mit beiden den Faden steuern, es ist halt gegenläufig. Ja. Wie langsam darf das fliegen? Weil hier ist so bei der. Die Kiste hier, warte. Also 90 ist empfohlene Landegeschwindigkeit. Bei der hier kannst du wirklich die Fahrt komplett rausnehmen. Oh, mach das nicht. Das ist nicht cool. Es passiert gar nichts. Oh, Alter. Da, die das war ein Schirmungsabriss. Nee, da reißt die Schirmung ab. Ach so. Die geht in den Sackflug. Kann okay. Das wieder nehmen. sollen wir noch einen machen? Hast du noch Bock? Ja, gerne. Ja. Dann kommen wir jetzt gleich Richtung Landung rechts rum. Positionshöhe ist ungefähr so 150 Meter. Das heißt, da hat man einen festen Punkt, wo man dann die Landung beginnt, bei dem Flieger hier. Whisky Juliet, wir landen oben und machen noch schnell ein. So. Echo, Echo, startest du direkt? Echo, Echo, positiv. Gut. Dann die Delta 0650 Position, ich lande auf Asphalt hinter der Echo Echo. So, jetzt mal ganz weit. Echo Echo, dann ich jetzt direkt los, ignoriere das Blinken, das Blinken. So, ein bisschen rechts rum. Yep, und der gerade. Woran orientierst du dich? An der Markierung im Prinzip, an der Bahnmarkierung, an der 2.5, das ist meine Position. Und in der Höhe können wir jetzt an der Kreuzung quasi rechts rumfliegen. Aber das ist krass, wie lange sowas fliegt, ohne Motor einfach nur. Ja, das Ding hier fliegt nicht lange. Ja, aber so vom. Ja, für mich schon. Ja, klar, wenn es nicht gewohnt ist, mit so einem Duo-Diskus, der da unten steht oder so, jetzt rechts rum, also 90 Grad abbiegen. Mit so einem Duo-Diskus ist das viel, viel krasser. Quasi direkt über die Straße fliegen wir jetzt, wieder gerade. Ja. Und dann gehen wir gleich in der Höhe der Landebahn rechts rum rein. Ja. So, ich habe die Klappen entriegelt. Jetzt gehen wir rechts. Jetzt übernehme ich mal eben, weil wir zu viel Höhe haben. Ja. Jetzt slippen wir die Höhe runter. Jetzt halt ein Seitengleitflug. Boah. Jetzt habe ich bewusst den Faden schief. Damit wir viel Energie abbauen. Genau.
Durchmesser ist geil, oder? Oh ja, der ist dann auch einfach mal fast bei Null, ne? Der wird nicht angespült. Der Heiko Eko, ich verlasse die Platzrunde Richtung Südlich. Danke für den Kaffee, bis zum nächsten Mal. Ciao. Eko Eko, bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheiße, macht das Bock. Boah, das macht echt Bock. Aber ich habe eben gerade gesagt, dass wir noch einen fliegen, aber jetzt wird mir ganz schön schlecht gerade. Echt? Ja. Aber warum? Wo mir die ganze Zeit nicht. Das weißt du erst hinterher. Ist das so? Ja, haben viele. Jetzt, wo wir stehen gerade. Boah. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir können gerne noch einmal. Ja, ich weiß gerade noch nicht, ob, ja, das, ob das so gut ist. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die Kiste an. Gibt es irgendwas? Ja, das ist das. Wie nennt man das eigentlich? Ein Steuerknüppel? Das ist ein Steuerknüppel. Genau. Das ist Höhen- und Querruder. Du steuerst es ja in drei Richtungen. Pedale unten, ja, um die Hochachse. Querruder, das ist die Längsachse. Und Höhenruder, die Querachse. Mhm. Also dreidimensional unterwegs. Mhm. Haben wir einmal noch einen blauen Griff da unten für die Störklappen zum Landen. Mhm. Instrumentiert ist das Flugzeug relativ spartanisch. In unserem Fall Fahrtmesser, wie beim Auto. Vario, was uns sagt, wie viel wir steigen und sinken, im Meter pro Sekunde. Ist Winter die Marke oder hat Winter ist der Hersteller davon. Also steht auf den ganzen Instrumenten. Ja, okay. Definitiv nichts mit der Jahreszeit zu tun, müssen wir nicht umbauen zwischendurch. Höhenmesser, gerade sind wir so auf 1050 Meter ungefähr losgestartet. Ja. Auf Flugplatzhöhe haben wir wieder auf Null stehen. Ein Gehkraftmesser. In dem Fall wichtig beim Kunstflug, dass wir den Flieger nicht überstrapazieren und halt in einem Bereich das Mögliche. Wie viel kann der denn jetzt hier? Ich glaube, die Bruchgrenze bei dem Flieger ist bei 8G, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da kommst du eigentlich auch nahezu nicht hin, weil da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Geschwindigkeit, Höhen, das sind alles die Auslöser für die G-Kräfte, die entstehen bei so einem Flieger. Ja. Das heißt, wenn es jetzt ganz suboptimal läuft. Wir hatten eben 6, sagst du, ne? Genau, 6G positiv, 2G negativ sind wir geflogen. Wenn man auf dem Fahrtmesser guckt, hat man einen gelben Bereich. Das hat einfach den Hintergrund, bis zu dem gelben Bereich darf man volle Ruderausschläge geben. Alles machen, genau, was du kannst. Genau, da kannst du am Höhenruder ziehen, bis du umfällst. Da kann auch dann noch eine Böe beikommen und nichts passiert. Wenn du jetzt in dem Bereich da drüber bist, also in dem gelben Bereich drin, dann kann es halt schon mal sein, wenn eine Böe kommt und der Flieger, dass wirklich irgendwo ein Defekt auftritt, dass irgendwas versagt ist. Aber ansonsten wäre natürlich der schlechteste Fall. Wie wird das angesteuert? Alles Drahtseile, nee, ist nichts elektronischer. Ne? Drahtseile ist nur das Seitenruder. Da mal wirklich hier unten drin sieht man sogar auch so ein bisschen. Einfach so ein kleines Seil. Und da gehen die Pedale dran. Genau, die laufen auch einfach einmal durch den Rumpf und der Rest sind Steuerstangen, so Schubstangen. Ja, ganz aber nichts elektronisch. Haben die neuen Segler das elektronisch? Gibt es bei manchen Fliegern zum Beispiel Fahrwerke elektronisch einziehbar. Aber, achso, aber das ist auch mechanisch, selber, das hier irgendwo und... Das kann man gar nicht einfahren. Der hat ein starres Fahrwerk. Ach, wir haben immer ein Fahrwerk draußen gehabt. Genau, okay. Das ist halt beim Schulungsflieger, das den Hintergrund, da kann man es nicht vergessen. Das ist einfach erstmal zum Fliegen üben. Ja. Die ersten Flüge auf Flugzeugen mit Einziehfahrwerken enden dann oft in der Landung ohne Fahrwerk. Weil sie nicht dran denken. Genau, einfach vergessen, das passiert. Ist auch meistens nicht schlimm auf der Wiese, juckt das nicht. Rutscht halt drüber, genau, aber... Genau, gibt ein bisschen grün, rum, ein bisschen sagen. Direkt dran. Ja. Halb so wild. Ja, cool, war ein mega Erlebnis. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, wie gesagt, und, jederzeit wieder. Das hat übrigens den Ursprung, dass du Aufbereiter bist? Ja, nicht ganz. Ich arbeite in einer Aufbereitungsfirma. Genau, richtig. Und im Winter machen wir wahrscheinlich meinen M3 mal ein bisschen fertig. Und da habe ich gesehen, dass ein Flugzeug im Profilbild hat. Da habe ich gesagt, da musst du mich auch mal mitnehmen im Flugzeug. Und das war vorgestern, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so, also relativ kurz. Kurzfristig. Ja, dann kommt Samstag vorbei. Ich gucke Samstag, ja, ist Zeit, ja. Jetzt Passte. Bin ich hier gewesen. Ja. Sehr geil. Also, mach's gut. Ciao, ciao.